Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, Alan Wake. Wir haben gerade diese mega coole Szene, wo uns der... Das sieht so geil aus. Ich war das zu weit weg. Burn, bitches! Diese Szene ist einfach nur genial. Ich weiß, ich bin gerade etwas schweigsam. Lauf, Alan Wake, lauf! Schon gesagt, wir müssen Munition und alles sparen. Na, mich freut sowas. Der Leuchtturm. Ich war erleichtert, es hierher geschafft zu haben, war aber nicht sicher, was nun geschehen würde. Tja, jetzt sind wir da, wo das Intro damals aufge... Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Hat gerade, glaube ich, ganz kurz das Xbox-Geräusch gehört im Hintergrund. Da! Oder? Das ist nicht das Xbox-Geräusch. Ich meine, ist das nicht das Xbox 360-Geräusch? Ich weiß es gerade wirklich nicht. So.
Zane war vorn. Ich war nicht sicher, was das Dunkel ihm angetan hatte, dass er nicht folgen konnte. Doch jetzt war ich auf mich gestellt. Aber er hatte mich so weit gebracht. Allein hätte ich es nie geschafft. Das Ende war nahe. Es dauerte nicht mehr lange. Also vielleicht könnte das unser Finalpart werden, meine lieben Freunde. So, und jetzt? Der Wechsel der Landschaft überraschte mich, aber nicht sehr. Langsam verstand ich die Symbolik und wie der dunkle Ort funktionierte. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Hä? Zane ist also dein neuer Kumpel, ja? Ich fühle mich verlassen. Nein, Barry. Lächerlich, du bist nicht mal real. Das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe. Sehr cool. Es ist so, hier musst du rational bleiben und deine Fantasien aufgeben, richtig? Ich hasse es, das zu sagen, Kumpel. Aber ich bin eine. Schön, du bist aufgegeben. Tschüss. Gemein. Armer Hallo, Barry. Al, ich will nur sagen, dass du nur durch mich in diese Hütte kommst. Manchmal muss der Held eben sterben. Aber Mann, daran bist du doch gewöhnt, großer Schriftsteller. Oder nicht? Es war überall. Es nahm selbst die Leute, die Wake kannte, und richtete seine Freunde gegen ihn. Sie waren alle Was gegen sagt ihn. Das über einen, wenn man so verzweifelt versucht, nicht gesund zu werden? Los geht's! Ich verdiene mir die 15% Provision. Super, dass du dir erst einen imaginären Freund erschaffst und dann kannst du nicht damit hinauskommen. Soziale Kompetenz, ganz groß. Ist schon genial irgendwie. Jetzt so Matrix-mäßig gegen ganz viele. Durchbrechen wir ihre Schreibblockade, Alan! Und nicht nur das? Du bist ein Meister des Kriminalromans! Mord und dunkle Gassen! Ein Meister des Drogenmissbrauchs! Das ist das Allerbeste! Betrachten Sie es als radikale Schocktherapie. Das ist cool irgendwie. Das ist mega geil.
befriedigend. Ich habe mehrere Anwälte in der Kurzschallliste. Alles die Meister. Du wieder in Schwierigkeiten gerät. Gestorben wäre! Du bist mein allerbester Freund! Herr! Mit E-Gitarren, wie geil! Er ist wirklich Odin, verdammt! Alter! Gar nicht dein besten Freund buchstäblich dafür bezahlen muss, mit dir abzuhängen! Weil alle anderen dich nicht ertragen! Die Kamera schon gerade etwas kaputt. Wir haben jetzt, glaube ich, aber nichts mehr an irgendwelchen...
Wir ziehen jetzt durch, scheiß drauf. Ich finde den Weg nicht. Es ist zu dunkel. Warum geschieht das mit mir? Einfach so. War mein Geist wieder klar. Zane hatte recht gehabt. Ich konnte wieder klar denken. Aber ich konnte hier nicht überleben wie er. Und nochmal käme ich wohl nicht zurück. Es würde schwer werden, den Ort zu verlassen. Vielleicht unmöglich. Es fehlte nicht viel, dass meine Gedanken wieder abwanderten. Es war zu leicht, sich am dunklen Ort zu verirren. Vorher wollte ich mich zusammenrollen und sterben. Einfach abdriften. Doch hier war ich. Die noch ungeschriebene Zukunft wartete darauf, sich zu entfalten. Einen zweiten Teil von Departure. Mein Name ist Alan Wake und ich bin Schriftsteller. Return von Alan Wake. Oh. Leute, ich habe von diesem Teil überhaupt nichts erwartet. Ich hatte mega keine Lust, das aufzunehmen. Fett. Ende von Special Feature 2. Technisch weiß ich, das liegt wieder GEMA. Mache ich jetzt weiter. Und jetzt laufen die Credits. Ja, Remedy Entertainment. Ja, das wissen wir ja schon. Naja, okay, Leute. Dann, ja, wie mache ich? Wo fange ich an? Also im Großen und Ganzen war das, war der Schluss des Spiels wirklich cool. Doch, ich muss das jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Schluss dieses Spiels war einfach nur mega geil. Also, na, schon wieder Lied. Tut mir leid, muss ich auch wegmachen, so. Also sind wir im Startmenü, weil ich wie ein Gamer, wisst schon. Ja. Also, erstmal Dankeschön, dass ihr mir bei diesem Projekt... beigestanden habt. Ich muss sagen, der DLC war, vor allem der erste Teil, für mich mega anstrengend. Die Sache mit dem Fernseher war wirklich größter Scheiße. Ich fand den ersten Teil des DLCs auch wirklich nicht gut, außer den Schluss. Aber der zweite war wieder richtig gut zu spielen. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, das zu spielen, weil es hatte psychologisch viel mehr drauf als das ganze Spiel vorher, der letzte Teil. Da haben sie sich nochmal richtig Mühe gegeben und es gefiel mir richtig, richtig, richtig gut. Und das will was heißen, ich mag DLCs normalerweise nicht sonderlich. Aber der war wirklich gut. Und ich habe die Meinung einfach, weil viele DLCs sind, oder Fortsetzungen, sind meistens scheiße. Ich verallgemeinere da, ja, aber es ist immer meine Meinung. Auf jeden Fall, jetzt nochmal zurück. Also, der zweite DLC hat sich sehr ernst genommen, hat sich sehr ziemlich mit Alan Wakes Psyche auseinandergesetzt, was mir im ganzen Spiel, im Rest des Spiels ein bisschen arg gefehlt hat, und hat es wirklich gut auf den Punkt gebracht, die gesamte Thematik. Deswegen ist der DLC wirklich gut und wertet meines Erachtens das ganze Spiel nochmal auf. Weil dieser DLC sich nochmal um alles gekümmert hat, was mir in dem Spiel vorher gefehlt hat. Einige Sachen, okay, diese Sachen wie diese riesigen Drehscheibe, war cool, aber viel zu lang und viel zu komplex. Aber es war cool. Und auch viel Symbolik und alles. Und das fand ich echt geil. Also, ich bin von dem zweiten Teil des DLCs wirklich begeistert. Das ist wirklich cool geworden.
Ich werde allerdings mit Alan Wake's American Nightmare, ich habe das Spiel. Und wenn ihr es haben, wenn ihr es sehen wollt auf meinem Kanal, dann sagt Bescheid. Ich werde es irgendwann machen. Nur ich habe im Moment noch so viele angefangene Projekte, dass ich mich erst um die kümmern möchte. Ich hoffe, das ist okay, weil ich habe mir jetzt im Moment echt viele Projekte, auf die ich allesamt Lust habe, was das Problem ist. Und deswegen werde ich die erstmal machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit diesem Projekt Freude gemacht hat, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr gerne eingeschaltet habt. Und ja, ich auf jeden Fall habe sehr gerne für euch gespielt. Ich hatte heute, ich habe jetzt in einem Rutsch dieses ganze Ding durchgespielt, das letzte Kapitel vom DLC. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine Motivation hatte. Ich habe einfach nur gedacht, ach, ich bringe es hinter mich, dann bin ich fertig. Ich bin jetzt gerade ziemlich glücklich, dass ich es gemacht habe, weil es einfach mega cool war. Wie es schon in meiner Videobeschreibung steht, wenn das Spiel euch gefällt, ihr es selber zocken wollt, kauft es euch über Steam. Es gibt es auch im Einzelhandel, habe ich schon gesehen. Bei Müller zum Beispiel gibt es eine Box oder so. Auf jeden Fall, dass Remedy Games weiterhin Spiele machen kann. Ich weiß gar nicht, was die im Moment so für Spiele machen, weil ich mich mit der Firma nicht weiter beschäftigt habe. Also es gibt da noch eine Fortsetzung von Alan Wake, American Nightmare. Aber die werde ich, ich habe sie zwar schon mal angezockt, die scheint auch ganz cool zu sein, aber ich habe jetzt im Moment genug von unserem Autor. Also, kommt davon erstmal nichts, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Auf jeden Fall. Wie immer, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, diese Videos für euch zu machen. Und damit verabschieden wir uns vom Projekt Alan Wake. Übrigens einen ziemlich coolen Endboss hatte, weil ich fand Barry als Endboss und die ganzen anderen Figuren als Endbosse einzubauen, war ziemlich cool. Und da gehörte echt einiges dazu. Mir hat es wirklich gut gefallen, der Schluss. Und es war nicht so unfair wie die Sache mit dem Fernseher. Da bin ich ja fast kirre geworden. Also. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Da läuft ja noch einiges auf meinem Kanal. Habt ihr irgendwelche Wünsche, was ich spielen soll? Schickt mir eine PN, schreibt mir Kommentare. Ich werde versuchen, wirklich jedes Kommentar, es sind im Moment eigentlich nicht viele, deswegen kann ich jedes Kommentar lesen, weil ich auf insgesamt vielleicht auf all meinen Videos jetzt 10 Kommentare, 6, 7 Kommentare habe. 10 sind es noch nicht mal. Aber wenn es euch gefällt, es ist egal, wie alt das Video dann ist, wenn ihr es gesehen habt. Einfach schreiben, ich werde gucken, dass ich's mach. Ich vor allen Dingen auf Retro-Games stehe ich. Also wenn ihr mir eine Freude macht, sucht ihr euch irgendein altes Spiel aus. Am besten Super Nintendo, PlayStation 2 oder so. Weil das sind einfach meine Lieblingsspiele. Und auch PC-Spiele bin ich für alles zu haben. Und ja, ist ja auch egal jetzt. Also, habt ihr Kritik? Habt ihr Anregungen? Fandet ihr es genial? Einfach mir mitteilen. Und dann, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Und ich, euer Virus Survives, bin...